Oh, für das Herrn, Geschwister, schön. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bitte erstmal. Vater, wir danken dir für diesen neuen Tag. Danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Haus, dass du uns Leben schenkst. Dass, ja, so vieles haben wir heute schon in dieser kurzen Zeit, wo wir schon wach sind, mit dir erlebt hatten. Wir möchten heute mehr und mehr erfahren und wir wissen, dass du mit uns bist. Zeige uns heute auch nochmal wieder, wie du uns liebst und segne diesen Tag, mit dem wir gemeinsam mit dir gehen möchten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich möchte ein kurzes Text oder Bibelverse hier lesen, ein Römer Buch. Hoffnung für alle ist die Übersetzung, dass ich jetzt lesen werde. Das ist in Römer 5, Vers 3 bis 5. Und da lesen wir, Paulus schreibt hier, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt. Und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Amen. Das ist gut zu wissen. Ja, was Gott alles für uns macht. Ja. Und wie viel er uns lieb hat. Genau, Gott ist Liebe. Und Paulus nennt hier diese Texte, er schreibt über Leiden, Schwierigkeiten, ja, andere Übersetzung ist das Bedrängnis, Trübsal, ja, Sachen, das uns schwierig, das Leben schwierig machen, ja, Situationen, die uns beängstigen oder schwach machen und uns Sorgen bringen. Und das sind Prüfungen, die wir alle durchmachen müssen. Ja, Christen und Nicht-Christen haben jeden Tag Prüfungen und Situationen im Leben. Aber wir haben Gott an unserer Seite. Das gibt uns diese Hoffnung, diese Stärke, die wir brauchen. Und damit können wir auch diese Situationen durchgehen. Ja, und das ist dann, wie wir handeln. Das zeigt uns dann später, ob wir das, ja, den Sieg bekommen oder ja, was es am Ende des Tages uns bringt. Ja. Und es sind verschiedene Arten von Prüfungen, dass wir jeden Tag erleben. Ja, finanzielle, materielle Nöte, schwierige Umstände, Traurigkeit, Krankheit, Verfolgung. Ja, sehr, in viele Länder leiden viele Christen die Verfolgung. Und das ist schwierige Situationen, die wir vielleicht in Deutschland gar nicht vorstellen können. Misshandlung, Einsamkeit. Ja, solche Sachen, alles, das sind schwierige Situationen, die uns betreffen können. Und durch diese Situationen werden wir geprüft. Und gut ist, wenn wir mit Gott zusammengehen, weil er uns dann die Stärke und die Weisheit schenkt, damit wir Erfolg oder siegreich durchgehen können. Und das lernt uns immer wieder, dass wir das bringt uns diesen Geist Gottes hervor und dieser Charakter Gottes hervor, wenn wir mit ihm gehen. Und Schwierigkeiten im Leben zu überwinden, das ist das, was Gott uns zeigen möchte. Und so wie wir jetzt gelesen haben, das bewirkt drei Aspekte, dass wir hier lernen können. Erstens, in Vers 3 lesen wir, wir sind dankbar, danken Gott fürs Leiden und die wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leid macht uns geduldig. Ja? Geduld ist nicht das, was alle haben. Ja? Situationen bringen uns, zeigen uns immer wieder, ob wir geduldig sind oder nicht, oder wir noch lernen müssen, Geduld zu haben. Ja, ich muss eine kleine Geschichte in meinem Leben erzählen jetzt. Vor 2 Wochen war ich in Berlin, ja, beruflich, und ich hatte auch vergessen, dass ich in Berlin sein würde. Ich hatte einen Termin, ein Vorstellungsgespräch
Ja, das war am 7. September. Sagen, ich habe das zugesagt. Ja, natürlich bin ich da. Aber habe vergessen, ich wollte in Berlin sein. Ja. Aber ich konnte das so machen, dass das außerhalb des Arbeitszeit dann wollte ich diesen Gespräch haben. Und so war es auch. Ja. Dort in Berlin bin ich dann zum Zimmer, Hotel gegangen. Ich habe mich dort vorbereitet, den Laptop geöffnet und wollte mich Internet anmelden. Aber dann war kein Internet. Ja. Und dann ging ich zur Rezeption, habe da gefragt, oder was passiert hier. Und da sagten, ja, leider ist es so, dass das ganze Gebäude, wir haben kein Internet. Aber sie selber konnten nicht richtig arbeiten, weil sie hatten auch kein Internet. Ja. Und so hatten sie auch Schwierigkeiten, sich entschuldigt, habe hier einen kleinen Gutschein bekommen, ja, aber der Gutschein nutzte mich gar nicht in dieser Situation, aber ich habe mich bedankt. Und habe gesagt, was man macht, ja, in dieser Situation, dann kommt man zu Gott und betet, Gott, hilf mir, ja, was mache ich jetzt? Und dann hatte ich diesen Kontakt für diese Person, durfte ich noch schreiben, Handy, funktionierte noch. Internet, dann habe ich erzählt, was hier losging, und er sagte: Kein Problem, wir können das für morgen, nächsten Tag verschieben. So haben wir es auch gemacht, und da durfte ich das am Freitag, ja, dieses Vorstellungsgespräch verschieben. Und ich war dann dankbar, dass Gott mir geholfen hat, ja, und musste ich auch lernen, ja, Geduld in solchen Situationen, wo das in unseren Händen nicht mehr liegt, liegt es in Gottes Hände. Kann man nur noch warten, dass Gott, und so hat es auch Gott gemacht, dass er es am besten geführt. Und Vers 4, dann lesen wir: Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Ja, und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Geduld bringt Erfahrung. Und mit Gott haben wir so viel Erfahrung, können wir über so viele Sachen erzählen. Ich glaube, jeder von einzelnen von uns. Und ich dankte Gott nur noch einmal. Und ich dachte, warum? Naja, warum so? Warum muss das kompliziert sein, wenn das einfacher sein kann? Ja? Heutzutage Internetverbindung gibt das überall. Manchmal sind das stärkere mit schwächeren, aber das ist immer da. Ja? Heute überall haben wir. Aber jetzt in dieser Situation hatte ich nicht. Warum müssen wir solche Situationen durchmachen? Ja? Dieser Beispiel ist vielleicht kein großer Leid, Verfolgung, ja, aber das war etwas, das mir Sorgen gebracht hat, und ich brauchte das in diesem Moment. Und Gott will uns immer wieder prüfen. Und das war eine kleine Prüfung. Und für diese Stelle, ja, wo ich mich dann beworben hatte, oder jemand hatte sich, ich wusste gar nicht von dieser Stelle, jemand hatte sich diese Zeitarbeitsfirma, die Frau sagte: Darf ich mich nicht dann deinen Namen vorschlagen? Ich sagte: Ja, machen Sie das, ja, kein Problem. Und dann bekam ich diese Einladung. Und diese Stelle, die war eigentlich nicht das, was ich mache, jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Das habe ich einmal für kurze Zeit in Brasilien gemacht. Und das war ganz klein im Vergleich mit dieser Stelle heute. Das ist ein großes Unternehmen, und ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich habe nie gedacht, dass ich einmal diese Möglichkeit bekommen würde. Aber da war ich, ja, diesem Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich mich vorgestellt. Der hat auch erzählt, was die Erwartungen, alles, was da an dieser Stelle ist. Und er fragte mich: Ob ich schon mit SAP gearbeitet habe. Ich sagte: Nein, leider nicht. Aber mit einer anderen Software, der ähnlich ist. Und ich bin bereit zu lernen, ja, diese Bereitschaft und gezeigt, und andere Fragen gestellt, und ich habe fast alle mit Nein, leider Nein, nicht so gut. Ja, und dann sagte ich: Okay, jetzt diese Stelle ist vorbei, jetzt machen wir bloß zum Schluss, und das war's. Ja. Aber am Ende hat er gefragt: Haben Sie Interesse an dieser Stelle? Ja? Können Sie sich vorstellen? Und sagte: Ja, ich kann mich schon vorstellen, ich brauche eine große Herausforderung und so. Da sagt er: Ja, das ist kein Problem. Wir, ja, trainieren, ja, du wirst nicht einfach da jetzt ohne Training da sein. Ja, und okay. Aber er erzählte auch, dass diese Stelle ja eine vorübergehende Stelle ist. Das ist eine Zeitarbeitsfirma. Das wäre nur für ein Jahr befristet, und die Möglichkeit für Verlängerung war auch
gab keine, sagte er, er konnte es nicht sagen, dass nächstes Jahr diese Stelle noch weitergeben würde. Ja, das hat mich dann schon gleich so wieder entmutigt, ja. Erstmal geträumt, gefreut und ja, dann kommt dieses kaltes Wasser. Ja. Ich sagte, danke, ich muss noch überlegen, ich antworte nächste Woche. Ja, und dann sagte er, okay, alles gut. Ich habe dann mit Bekannten hier aus der Gemeinde gefragt, weil die auch schon an solcher Stelle arbeiten oder gearbeitet haben. Und sie haben mich geraten, ja, das ist so schön, aber so, ich glaube, ich würde deine Stelle Nein sagen. Ich wusste das auch, ich musste dieses Nein auch sagen. Ja, ich kann das nicht einfach so machen. Wäre ich noch jünger, ohne Familie, alleine, dann würde das schon wirklich eine Herausforderung sein, aber jetzt leider nicht. Und ich habe diesen Nein gesagt. Ja, und Erfahrung, wie wir auch lesen hier, wieder zurück in Bibelvers, die Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns der Heilige Geist geschenkt, uns durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Die Erfahrung führt uns zu einer reifen Hoffnung. Und diese Hoffnung, die in Gott, die enttäuscht uns nicht. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte mich gefreut, aber jetzt nicht. Das wäre herausfordernd, aber das wäre auch finanziell sehr, sehr schön. Und man denkt dann immer gleich, ja, was alles passieren würde, wenn es möglich wäre, dort diese Stelle zu bekommen. Aber warum dann kommt gleich diese Frage, warum macht Gott das? Ja, warum habe ich geschafft, bis da ganz in der Nähe zu kommen und dann jetzt, nein, Gott will uns immer lernen, in alle Situationen in unser Leben. Ja, ich habe an Abraham gedacht, ja, wo Gott ihm Isaac seinen Sohn schenkt, der er so sehr gewünscht hatte. Und dann hat er diesen Junge und dann kommt Gott und sagt, ich möchte jetzt, dass du seinen Sohn dich opferst. Ja? Ich möchte es zurück. Ja, ich kann nicht vergleichen, dass diese meine kurze Geschichte mit Abraham vergleichen, aber es war so, ich habe diese Stelle habe ich geopfert. Ja, ich sagte nein, ich gebe es zurück. Ja, das war schön, dieser Traum, aber es ist vorbei. Und Gott erkennt uns, er weiß ganz genau, was wir, unsere Träume, unsere Wünsche, das, was wir so gerne hätten. Aber er weiß auch genau, was wir brauchen. Ich habe in dieser Situation wieder was gelernt, neue Erfahrungen bekommen und dieses Vertrauen an Gott nicht verloren. Ja? Wir lernen immer wieder, wie Gott gut zu uns ist. Er kennt uns und er weiß genau, was wir brauchen. Und er lässt uns nicht alleine, diese Situationen. Gottes Gnade ist größer. Ja, und da mit Gott, durch Gottes Gnade, durch den Heiligen Geist, der in uns ist, können wir lernen, ja, was Gott uns zeigen möchte. Er wollte mir zeigen, dass er immer wieder weiter in meinem Leben sich kümmert, sich sorgt. Er ist da für mich. Er kennt meine Träume, er weiß genau, was ich möchte, aber er weiß noch besser, was ich brauche, was er mich geben möchte. Und das ist auch für uns heute so. Ja, Gott kennt uns, er weiß genau, was wir brauchen. Wenn wir durch schwierige Situationen gehen, dürfen wir zu Gott kommen. Und er ist dann mit uns. Er wird uns lernen, immer wieder zeigen, ja, Geduld, ja. Vergiss nicht, ich bin mit dir bei deiner Seite, ich stärke dir, ich gebe dir das, was du brauchst. Ja, mit Gott lernen wir immer wieder, haben wir neue Erfahrungen und diese Erfahrungen, die bringen uns näher zu Gott, sollen uns näher zu Gott bringen. Gott, er will uns zeigen, dass er da ist, dass er da immer da ist in allen Situationen und wir sollen es nicht vergessen, dass er unsere Hoffnung ist. Wir können alles tun durch Jesus Christus, so wie es in der Bibel steht. Ja? Diese Versprechen von Jesus, alles können wir durch ihn. Und das ist das, was ich immer wieder lernen muss. Und
Das ist das, was ich heute bringen möchte. Ja, an Gott glauben, Gott vertrauen, nie die Hoffnung verlieren. Er ist mit uns und mit Gott, mit Jesus können wir alles bekommen. Alles das, was wir brauchen, wird er uns schenken. Wir dürfen mit ihm lernen und ihm vertrauen. Amen. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken für dein Wort. Wir danken, dass wir immer wieder zurückkommen können und lernen. Ja, das, was du zu uns zeigen möchtest. Ja, wir danken, dass dein Heiliger Geist in unser Leben ist. Und er ist da, um uns zu führen, zu leiten, zeigen, mit uns zu reden, ja, uns zu trösten, uns zu stärken. Und wir sind dankbar, dass wir nicht alleine sind. Und das ist mein Gebet, dass wir heute auch wieder zu dir kommen können, dass wir alle unsere Ängste, Sorgen, unsere Schwierigkeiten, unsere Leiden, unsere Situationen, die uns jetzt vielleicht in Schwierigkeiten bringen können, das bringe ich alles vor dir. Und wir sagen, Gott, zeige uns, leite uns, gib uns Kraft, gib uns Weisheit. Und wir wollen heute wieder lernen, wie gut du zu uns bist. Mit diesem Glauben, dieser Hoffnung, die wir in Gott finden, das willst du heute wieder zeigen. Und wir möchten Neues erleben, Neues erfahren mit dir, Vater. Wir danken dir dafür, dass du bist unser Vater, dass du mit uns bist. Und ja, zeige uns immer wieder heute, dass du unsere Hoffnung bist. Nur du bist der Weg. Und diesen Weg möchten wir heute auch gehen. Und wir danken dir dafür. Und segne uns in allen unseren Entscheidungen, in unseren Tag. Gib uns die Kraft und Freude, damit wir es auch bekommen. Wir danken dir dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen.